Hallo Freunde, es wird mal wieder Zeit für uns, ein wenig über Klassiker, könnte man schon sagen, sprechen. Klassiker der Videospielgeschichte. Marius, was haben wir heute auf dem Programm? Resident Evil. Heute geht es um Resi 4. Jawohl. Um alle irgendwie, um viele Versionen, die es davon gibt. Ich habe ein paar davon in der Vitrine, wie man unschwer erkennen kann. Ach, herrlich, wenn ich das Cover sehe, da von dem Gamecube, magst du es nochmal reinhalten? Ja, wundervoll. Dun, 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 dun. Herrlich. Also ich muss sagen, wo ich mir damals den Gamecube was dann, glaube ich, zugelegt habe, war das ja dann eins der ersten Spiele, die ich mir geholt habe. Ich glaube, Entschuldigung, ich unterbreche dich schon wieder, aber hattest du damals nicht erst noch den Gamecube von meiner Schwester? Oh, das kann sein. Ich glaube, ich hatte den irgendwie mal, ja, und dann irgendwie einen anderen. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall weiß ich noch. Gut. Ich hatte Resident Evil nicht in der deutschen Version. Ich brauchte dafür diese, wie hieß sie, Freeloader. Freeloader-Disc. Das ist auch nicht die deutsche Version, das ist die US-Version. Ah ja, damit man die auf dem deutschen Gamecube spielen konnte. Und auf jeden Fall ein... Ich sag mal, herausragendes Spiel für mich persönlich aus der Resident Evil-Reihe. Ich denke heute noch gerne daran zurück, wie du es dir damals neu geholt hast und wir es dann bei dir in der Wohnung abwechselnd auf dem Gamecube gespielt haben. Auf verschiedenen Speicherplätzen. Und ich mich noch sogar erinnern kann, dass es ausnahmsweise mal ein Spiel war, das ich dann zuerst bei dir gespielt habe, weil du an dem Tag ausnahmsweise irgendwie keine Lust hattest. Und dann sollte ich halt anfangen. Und du dann diesen kleinen Vorteil erstmal hattest, dass du dann aus meinen Fehlern lernen konntest. Und ja. Ich möchte gestehen jetzt, ich möchte ein Geständnis ablegen. Ja. Ich habe Resident Evil 4 noch nie ab Start auf irgendeiner Konsole durchgespielt. Ich habe es immer von anderen Leuten, von meinen Gamer-Schlampen vorher spielen lassen und dann auf diesem Spielstand weitergespielt. Nicht zu fassen. Ist unglaublich. Also nein. Erzähl uns doch mal, worum geht es im Groben bei Resident Evil 4? Ja, wir befinden uns im Jahre 2004, also 6 Jahre nach der Zerstörung Raccoon Cities, nach der Umbrella-Katastrophe in Raccoon City und auch 6 Jahre nach dem ersten Auftritt von Leon Kennedy. Dieser ist heute im, nennen wir Secret Service, in einer Security, whatever. Auf jeden Fall hat er den Auftrag, die Präsidententochter, die irgendwo in dieser Gegend, wir erfahren zu diesem Zeitpunkt nicht, wo das ist, es ist irgendwas Spanisches, mutmaßlich Portugal, verschwunden ist. Und er soll sie zurückholen. Leider, leider, leider wird das Spiel dann auch zu einer 70-prozentigen Escort-Mission mit einer nervigen Leon! Leon! Help me, Leon! Nicht ganz so schlimm wie Navi aus Legend of Zelda Ocarina of Time, aber auch schon sehr nervig. Also die ist auch zu Recht der unbeliebteste Charakter im Resident Evil-Universum. Ja gut. Darum geht's. Ja gut, ich meine, da hast du natürlich dann, sag ich mal, es wurde ja damals mit dem Spiel, ich will nicht sagen experimentiert. Man hatte ja auch schon mal in Resident Evil 2, dass man die kleine Birkin-Mitarbeiter, Sherry Birkin mit dabei hatte. Hier bei Ashley wurde das Ganze halt noch ein bisschen mehr fixiert. Beziehungsweise man hat öfters auch nochmal mit ihr gespielt, man hat sie länger begleitet, man konnte ihr direkt quasi Anweisungen geben, von wegen sich in bestimmten Containern zu verstecken. Ja, bitte. Tatsächlich spielst du nur einen Abschnitt mit ihr und das ist der, wo du die gegen diese Ritterrüstung angehst. Genau, ich meinte damit nur ein bisschen länger. Also mit Sherry war es, glaube ich, auch nur mal kurz so rum, aber brauchen wir keinen direkten Vergleich ziehen. Aber man hat das Ganze halt ein bisschen forciert und dann auch ein bisschen ausgebaut. Bei Resident Evil 4 ist halt das, also was die Schlagzeile, die mir damals noch im Kopf geblieben ist, das war in der Zeitschrift Maniac, wo dann eben quasi das erste, ja, wie kann man sagen, sagen wir mal den ersten Abschnitt, man fängt ja quasi fast am Dorf sozusagen an, an einem Dorf, wo dann irgendwie so lauter, komische Gestalten irgendwie rumlaufen und Leon will sich da eigentlich schon nähern und sieht dann aber durch sein Fernglas auf Entfernung, dass in der Mitte des Dorfes so ein quasi ein Scheiterhaufen aufgebaut ist und da hängt halt eine brennende Leiche irgendwie da, wo so auch so ein Polizist oder einer von diesen Secret Service Leuten irgendwie. Einer von den beiden, die ihn dahin gefahren haben. Ne, so war das. Und er trifft halt vorher schon mal auf ein paar von den Leuten, aber begreift noch nicht so ganz, was ist mit denen los und warum sterben die nicht so schnell. Und das ist eben auch einer der Unterschiede zu den bisherigen Resident Evil Spielen. Wir haben jetzt hier kein T und auch kein G-Virus. Wir haben jetzt hier einen Parasiten. Und das Ziel der Oberbösewichte ist eben quasi über Ashley und Leon quasi eben Menschen mit Parasiten zu infizieren, um so an den mächtigsten Mann der Welt ranzukommen, an den amerikanischen Präsidenten, um auch ihn mit einem Parasiten zu infizieren, um dann die Kontrolle zu übernehmen. Das ist allerdings, sage ich mal, Zukunftsmusik und ist nichts, wo man jetzt irgendwie im Spiel wirklich... Also das ist einfach nur eine Motivation, aber das Spiel selber ist vom, sagen wir mal, vom Setting her
sehr abwechslungsreich, sehr schön gemacht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Überschrift damals in Maniac, die war halt der neue Survival Horror Resident Evil, mehr Survival, weniger Horror. Das muss man so sagen. Ne? Also es ist, ich finde die Atmosphäre toll. Sie hat natürlich nicht das Beklemmende von einem Herrenhaus oder diese engen Räume irgendwie, die es auch noch in Resident Evil 2 gegeben hat, ganz zu schweigen von dem Verfolger Nemesis in Resident Evil 3. Wir haben hier, ich nenne es jetzt mal schon fast weitläufige Areale, ne? Also im Vergleich zu den alten Spielen halt, aber wir haben Sachen wie ein Dorf, ein Bauernhof, ein Schloss, wir haben Minen mit dabei, mit so einer Lorenfahrt. Es ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Wir haben serientypisch für Resident Evil auch wieder Räume, die überhaupt keinen Sinn ergeben. So, ich denke da so an diese feuerspuckende Drachen-Dings unter dem Schloss. Ergibt keinen Sinn, sie ist einfach da. Das Schöne ist, wir haben trotzdem noch ein paar Rätsel. Wir haben ein paar sehr interessante Fallen mit dabei. Wir haben wunderbare, wir nennen sie ja mal Endgegner. Es sind nicht immer Endgegner, aber wunderbar. Wir haben den El-Gigante, ein Riesenvieh, sieht aus wie ein riesiger Troll. Wir haben so ein riesiges Seeungeheuer dabei. Wir haben Hauptcharaktere, die sich in groteske Figuren verwandeln. Also es ist sehr viel Abwechslung gestaltet. Und bei den Waffen, muss ich sagen, war mit das Interessanteste gewesen. Ich sag mal, Resident Evil 1 hatten wir statische Waffen quasi. Man hat eine Waffe gefunden, hatte sie, Ende aus vorbei. In Resident Evil 2 hatte man das erste Mal die Möglichkeit, auch wenn es so halb Bonus war, aus verschiedenen Teilen noch eine Waffe zusammenzusetzen. In Resident Evil 3 hatte man die Möglichkeit, mit den richtigen Zutaten eigene Munition zu erschaffen. In Resident Evil 4 haben wir jetzt die Möglichkeit, uns durch das Sammeln von Geld, was beispielsweise von den getöteten Gegnern übrig bleibt, was man mal in Fässern findet, oder man findet eben auch Schmuckgegenstände, einzelne Steine oder irgendwelche bestimmten Statuen oder irgendwelche Schmuckgegenstände, die man teilweise auch miteinander kombinieren kann. Und die kann man dann bei einem, ja, wie wollen wir ihn nennen, mysteriösen... Nenn ihn doch, was er ist, Händler. Einen mysteriösen Händler, von dem man nicht genau weiß, what are you buying? Genau, das war dann so. Der steht so immer wieder mal in irgendeinem Areal rum. Und dann kann man bei dem Sachen verkaufen und man kann Sachen auch kaufen. Und man kann dann seine Waffen verbessern und quasi auch so ein bisschen mit selbst entscheiden, sage ich mal, wo man da seinen Schwerpunkt setzt. In eine Sniperwaffe, in eine Shotgun, in eine bessere Handfeuerwaffe. Und das Schöne ist halt wirklich, durch das immer wieder Durchspielen und das Erwerben von Geld und Wertgegenständen kann man sich natürlich dann hochwertigere Waffen kaufen, höhere Waffen freischalten. Ich denke da zum Beispiel an die Typewriter, ein Maschinengewehr, was richtig Wumms macht und eben den Sound hat wie eine alte Schreibmaschine. Die musst du dir allerdings wirklich erst nach Spielende freispielen. Ja. Die kannst du in-game nicht kaufen. Und dazu gibt es auch den passenden Anzug, Leon im Gangster-Outfit. Ja. Und diese Typewriter hat automatisch unendlich Munition geladen. Ja. Und wenn man dann halt die Taste fürs Nachladen drückt, dann greift er sich nur an den Hut, zieht den einmal zurecht. Und es ist so genial. Ich muss auch auf ein paar Sachen eingehen, die du alle genannt hast. Mhm. Zum einen die Sache mit, wir wollen an den Präsidenten ran, über seine Tochter. Das ist ja tatsächlich was immer wieder in späteren Teilen dann aufgegriffen wird. So ist zum Beispiel im letzten oder vorletzten Animationsfilm, in der letzten Serie, die es auf Netflix gab, war unter anderem der Präsident halt auch betroffen. In Resident Evil 6, haben wir ja gerade angefangen, ist auch der Präsident, wird am Anfang direkt erschossen. Kuriose Szene, reden wir drüber, wenn wir über Resi 6 reden. Und ja, was mich ein bisschen gestört hat, was du ja gerade so gefeiert hast, diese ganzen Bossgegner, wir haben halt viele dabei, die dann, da ist so ein kleiner Napoleon-Verschnitt, der wird dann zu einem 5 Meter großen Vieh, also da geht's halt schon los, was dann in 5 und 6 leider noch getoppt wird, mit dieser Gigantomanie, also die transformieren zu irgendwelchen Sachen mit 50 Armen, 30 Tentakeln, 80 Beinen. Nee, finde ich schon nicht mehr so toll. Es sind einige Bosskämpfe dabei, die bleiben in Erinnerung, klar. Eigentlich alle, aber es ist halt echt so, es ist schon ein bisschen over the top da dran. Bis dahin ist das Ganze recht bodenständig, so dass dann El Gigante auftaucht, den hast du, glaube ich, 3, 5 Stück davon im ganzen Spiel. Lass ich mir noch gefallen. Ein paar Krabbelfiecher und ähnliches, klar, aber du hast halt überwiegend menschliche Gegner. Mhm. Ja. Und dann kommen halt diese Bossgegner, die einfach so, ich bin halt hier das riesen Schleimtentakelvieh, ich mach dich fettig. Es
ist leider der Anfang vom Ende. Ich persönlich fand es ganz gut, aber gut, das ist nun mal Geschmackssache. Auch so gibt es ansonsten aber bei den Gegnern auch eine nette Abwechslung. Man hat sich schöne Sachen ausgedacht, zum Beispiel ein Riesen-Kukong, der in einem Raum hängt, wo dann so eine Art gigantische, ja, irgendwelche Insekten da rauskommen, die einen dann noch angreifen, irgendwie, also auch sehr schön gemacht. Und das sind halt auch so schöne Sachen, hier kann man später mal experimentieren bei späteren Durchläufen, wenn man dann zum Beispiel auch den Rocket Launcher mit unendlich Munition hat, dann schießt man einfach mal auf diesen Kukong, der so groß ist wie das Empire State Building, und auf einmal fällt er von der Decke runter und hinterlässt alle möglichen Edelsteine, die man dann einsammeln kann. Vor allen Dingen hinterlässt er einen Edelstein, den du nur da kriegst. Mhm. Also du kannst ja diese Edelsteine noch mit den Schmuckstücken, die du findest, kombinieren. Genau. Und diese eine Edelsteinsorte, die hängt wirklich nur in diesem Kokon drin. Ja. Und die steigert den Wert dann extrem der, ja, Sachen, wo du sie einbaust. Also man hat wirklich schöne, auch von den Rätseln her, irgendwie gerade in dem Schloss irgendwie mit Statuen oder mit Ritterrüstung ausreichen oder halt mit so einem kleinen Puzzle, was man machen muss, irgendwie. Also es ist wirklich abwechslungsreich gemacht. Die Waffen sind unheimlich abwechslungsreich, finde ich persönlich. Sehr viele verschiedene Handfeuerwaffen, Langwaffen, Granaten. Wir haben hier auch erstmalig die Möglichkeit, es gibt eine neue Art von Kraut, was dabei ist. Was ich persönlich ja sehr gut finde, ist, Resident Evil hat zum zeitigen Zeitpunkt das blaue Kraut, was ja gegen Vergiftung hilft, wieder rausgenommen. Weil das ist irgendwie, es hat so ein Geschmäckle. Also ich sag mal, die Schwierigkeit ist ja auch, die Sachen. Hast du es probiert? Naja, ich sag mal so, die Sachen, die Ressourcen sind ja immer begrenzt. Und wenn ich einfach kein blaues Kraut mehr habe, aber die Figur vergiftet ist und es gibt kein blaues Kraut mehr in dem Areal, also ich fand diese Idee ohnehin nie besonders reizvoll. In Resident Evil 4 hat man aber das gelbe Kraut mit eingefügt. Das gelbe Kraut kann kombiniert werden zusammen mit Rot und Grün und hat dann die Eigenschaft, wenn man es dann nimmt, dann heilt es nicht nur, sondern die Gesamtlebensanzeige wird ein bisschen länger. Also permanent. Es ist quasi so, es gibt eine begrenzte Anzahl von gelbem Kraut, was eben zu finden ist im Spiel. Und das reicht eben aus, um quasi diesen, ich weiß jetzt nicht, wo es vorher steht, sagen wir mal, vorher steht es bei 50%, um dann eben Leon quasi vollkommen aufzuladen. Aber du findest im ganzen Spiel nicht genug Kräuter, um beide Charaktere, also Leon und Ashley, aufs Maximum zu bringen. Nein. Du brauchst auf jeden Fall mehrere Durchgänge. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja auch noch was Interessantes. Personen oder ich sag mal Leute, die halt Resident Evil 5, 6 und so dann kennengelernt haben, wissen natürlich, ab Teil 5 hatte man die Möglichkeit, die einzelnen Kapitel, die man schon mal gespielt hatte, auszuwählen. Das gab es bei Resident Evil 4 noch nicht. Allerdings hat man bei Resident Evil 4 quasi diesen Durchlauf immer wieder gemacht und dann stand halt vorne mal die Zahl der Gesamtdurchläufe, die man schon hatte. Bei mir war er irgendwann bei 24, danach habe ich irgendwie nicht mehr drauf geguckt irgendwie. Ansonsten, wie gesagt, das mit diesem Stranger, da gab es unheimlich viele Spekulationen darüber. Es gibt auch heute noch bei YouTube sehr viele Videos darüber, wer er denn sein könnte. Diese Person wurde wirklich analysiert bis zum geht nicht mehr. Man hat mit einem Scharfschützen, wer genau guckt, hat gesehen, einige, also wie gesagt, der taucht halt ab und zu mal wieder auf, in irgendeinem Areal steht er dann rum. Und einige Male, wenn er da ist, hat er leuchtend rote Augen, was das Zeichen dafür ist, dass er eigentlich ein Infizierter ist. Man sieht sein Gesicht nicht, er hat hier ein Tuch vor, man sieht nur seine Augen. Er hat so einen Mantel an, so ein Gewand, die Hände sind eingewickelt irgendwie. Also es war sehr interessant. Ne? Man erfährt das nie. Nein. Gleichzeitig ist auch so bei den Waffen, es gibt interessante Kombinationsmöglichkeiten, so zum Beispiel mit dem oder mit dem einen Snipergewehr, es gibt mehrere Snipergewehre, die halt verschiedene Eigenschaften haben, kann man zum Beispiel auch verschiedene Objektive oben drauf machen, die man auch braucht, denn wir haben hier auch eine neue Art von Gegner. Wie heißen sie? Ich glaube, die Iron Maidens sind das, glaube ich. Nee, die Iron Maidens sind das noch nicht, du meinst die Regenerator. Genau. Die sind genau. Sehr ähnlich, aber die Maidens, das genau. Sind die mit den Stacheln und die Regenerators sind die, wo du halt auf die Wärmepunkte schießen musst. Genau, und dafür braucht man halt eben dieses Objektiv, was eben Wärmestrahlung misst irgendwie und die haben dann quasi sagen, ich nenne sie jetzt mal Tumore, in der Regel 3 pulsierende Tumore irgendwie so am Körper und die kann man nur treffen, wenn man weiß, wo sie sind oder man wirft eben Granaten oder einen Rocket Launcher oder so. Nee, auch wenn du weißt, wo sie sind, kannst du sie mit dem Snipergewehr meines Wissens nicht vernichten. Du brauchst dieses Thermalvisier fürs Sniper. Ah, okay, ja gut, das war mir dem. Granaten und Rocket funktionieren natürlich immer, klar. Gut, das geht immer. Manchmal auch sehr, sehr fies gemacht, sage ich mal, und zwar indem man die Figur erstmal zum Beispiel zu Fall bringen muss, um dann zu sehen, wenn er vorne auf dem Bauch, auf dem Boden liegt, sieht man, dass er noch einen so einen Trefferpunkt auf dem Rücken hat, den man noch erwischen muss. Ansonsten muss man sagen, vom Gameplay her, wir haben fiese Gegner teilweise mit dabei, zum Beispiel die Kettensägen-Schwestern, dann auch so ein Typ, der an Texas Chainsaw Massacre erinnert, mit einem Sack über dem Kopf, mit einer Kettensäge. Der Kettensägenbruder quasi. Genau.
Also die Areale sind teilweise auch sehr nett gemacht. Also selbst gebastelte Kampfarenen zum Beispiel. Sehr gruselig. Wie hat das Schloss riesengroß mit großen Gondelfahrten mit dabei und allem drum und dran. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, ein Setting zu schaffen, was einfach nicht nur wie in Resident Evil 1 quasi ein Haus ist oder in Resident Evil 2 eine Stadt, sondern wirklich verschiedene Atmosphären mit verschiedenen Möglichkeiten, die Gegner auch ein bisschen anzupassen. Man nennt es einfach Abwechslung. Ja, also da wurden wirklich sehr viele Ideen irgendwie. Das Artwork ist herausragend, meiner Meinung nach, irgendwie. Die vielen extra Sachen, die es gibt. Wir treffen alte Bekannte. Ada Wong taucht wieder auf. Herbert Wesker ist wieder dabei. Ne, also. Und wir haben noch eine Neuerung vom Spiel her. Nee, Moment, ich muss gerade mal überlegen. War das Wesker oder ist Wesker nur bei Separate Ways dabei? Ich überlege gerade. Also Leon trifft hier auf jemanden, der ist erstmals dabei, der heißt Krauser. Krauser ist... Alter Bekannter, genau, den wir aber vorher noch nicht kennengelernt haben. Genau, ist ein Söldner, auf den man mehrmals trifft mit Leon. Auch da werden diese Quicktime-Events werden da interessant. Das ist auch etwas, was das erste Mal in Resident Evil aufgetaucht ist. Und zwar eben Quicktime-Events. Ja, bitte? Wesker ist nicht dabei. Wesker ist nicht dabei, aber er ist in Separate Ways, glaube ich, dabei, oder? Von Ada Wong. Das ist ja, aber auch nicht wirklich aktiv. Ist er da nicht der Endgegner? Ist er da nicht der letzte Gegner? Verwechselst du das gerade mit der verzweifelten Flucht aus Resi 5? Nein. Ich habe Separate Ways nur einmal gespielt. Ich bin der Meinung, er taucht da als letzter Gegner auf, läuft auf einen zu über so einen langen Gang irgendwie von wegen oder war das tatsächlich Krauser auch? Vielleicht kannst du ja mal nebenbei recherchieren. Währenddessen gehe ich mal kurz auf die Quicktime-Events ein. Also, die kann man sich so vorstellen. Manchmal ist es zum Beispiel so, Leon geht irgendwo lang in eine Schlucht und von oben werfen ein paar Leute, lassen so eine Steinkugel runterrollen. Da muss man halt schnell einen Knopf drücken, damit Leon wegläuft und dann im richtigen Moment nochmal zwei andere Knöpfe drücken, damit er dann zur Seite springt, um der Kugel auszuweichen. Gleichzeitig hat man so Quicktime-Events in Zweikämpfen, klassischerweise gegen Krauser. Das Gemeine an diesen Quicktime-Events ist, dass halt die Tastenkombination auch immer eine andere ist. Also es gibt 3-4 Sets, aus denen sie bestehen kann. Du kannst aber nicht einfach sagen, so, okay, ich muss jetzt das und das drücken, das weiß ich vorher. Mhm. Nee, dann hatten wir auch schon, dass du irgendwie am Ende rausspringen musst. Du denkst, ja, ich muss R und L drücken. Und dann kommt A und B und du bist völlig überfordert, genau, in dem Moment. Lustig ist das Ganze oder interessant ist das Ganze wirklich bei diesen Zweikämpfen, die Messerkämpfe, die Leon eben mit Krauser zum Beispiel hat. Da muss man wirklich sehr konzentriert drücken. Und ich sag mal, für mein persönliches Empfinden ist das eigentlich eine Weiterentwicklung. Es ist zwar das erste Mal, dass Quicktime-Events bei Resident Evil auftauchen, aber wer sich an Resident Evil 3 erinnert, der weiß, da hatte man beispielsweise die Möglichkeit, in bestimmten Situationen zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten zu wählen. Von der Brücke runterspringen oder den Nemesis reinstoßen, in die Grube fallen lassen oder rausklettern, solche Sachen halt. Kommt natürlich noch nicht an die Qualität eines Quicktime-Events ansonsten ran, weil es ist immer nur eine einzelne Entscheidung. Aber ich sag mal, es war vielleicht so ein bisschen der Vorreiter. Ist in Resident Evil 4 einfach ein bisschen perfektioniert worden oder weiter ausgebaut worden. Ebenfalls interessant ist, man hat nicht nur, oder man trifft auch noch andere interessante Charaktere. Und zwar, ich glaube, der hieß, ich weiß nicht mehr, hieß der Louis oder irgendwie sowas. Man trifft noch einen Gefangenen, ebenfalls eine Art Agent irgendwie. Man weiß ja noch gar nicht, wo bewegt man sich überhaupt. Wir haben hier kein Virus, wir haben hier einen Parasiten. Und dann findet man in einem Schrank eine Person, die dort quasi vermummt eingefesselt ist, irgendwie vom Weg. Und der hat es eben auch quasi auf diese Sekte abgesehen. Ja, bitte, der Mann mit der gehobenen Hand. Ich habe recherchiert, Ada kämpft nicht gegen Wesker. Ihr eigentlicher Endkampf ist gegen Krauser. Und danach hat sie noch ein bisschen was gegen Salazar. Das endet dann halt damit, dass sie Leon den Raketenwerfer holt. Alles klar, dann passt das doch mit meiner Erinnerung überein, dass es Krauser war nach seiner Mutation, weil der ja irgendwann diesen Arm hat und er versteckt sich irgendwie immer dahinter und rennt auf sie zu. Da musste man irgendwie Krauser immer auf die Füße schießen, damit er seine Deckung fallen lässt und man voll auf ihn schießen konnte. Dann war das so. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr große Abwechslung in dem Spiel drin, was die Settings betrifft, was die Gegner betrifft. Wie gesagt, für Hardcore-Fans wird es erstmal eine Umstellung gewesen sein, weil wir hier deutlich, deutlich mehr Action haben. Und ich muss auch sagen, wie ich damals den ersten Test gelesen hatte in der Maniac, wenn man sich das alles so durchgelesen hat, in dem Moment, wenn Leon in diesem Dorf ist,
Von wegen in das Haus rein, die Leiter hoch, die Treppe, aus dem Fenster wieder raus, über das Dach, rein in den Kirchturm, nach oben hoch. Also lauter solche Sachen. Dann ist dann so, wenn man denkt, meine Güte, das klingt sehr stressig. Das hat nichts so von der... Es war sehr stressig. Ne, also das hatte schon was. Aber trotzdem muss ich sagen, dann zum Schluss fand ich sehr gut. Wir haben dann noch diese Extras mit dabei gehabt. Separate Ways haben wir gerade angesprochen, wo wir mit Ada spielen. Wie hieß das andere? Hatten wir nicht in der deutschen Version. Also die Mercenaries haben bei uns, glaube ich, gefehlt. Ne? Die Mercenaries hatten gefehlt. Es gab noch die Mercenaries, ein ganz, ganz blöder Spielmodus. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich habe eine Zeit lang gespielt, hatte ihn mal ein bisschen gesuchtet, weil der Ehrgeiz einen dann gepackt hat, aber es war einfach zu hart. Mercenaries ist im Prinzip nichts anderes. Man hat eine vorgegebene Zeit, die man halt durch Einsammeln von, ich nenne es mal von Eiernuhren, irgendwie noch erweitern kann. Und man ist halt in einem bestimmten Setting, beispielsweise im Dorf, im Schloss, wie auch immer, und wird halt von Scharen von Gegnern immer und immer wieder attackiert und muss die halt eben killen. Man kann auch ein paar Waffen zwischendurch einsammeln und sonstiges. Man kennt dieses Konzept, es ist später auch in Resident Evil 5 weiterverarbeitet worden. Entschuldigung, die haben dieses Konzept in ein eigenes Spiel gepackt und haben es für den 3DS rausgebracht. Nennt sich Resident Evil The Mercenaries. Ja. Habe ich hier in der Vitrine liegen, in der Resi-Vitrine, ist noch original verschweißt, weil mich das Spiel überhaupt nicht reizt. Es hat 2 Euro auf dem Krabbeltisch gekostet, okay. Wurde für die Sammlung mitgenommen. Ja, also ich fand bei den Mercenaries, fand ich persönlich immer so ein bisschen, ich nenne es mal demoralisierend, vielleicht kann der eine oder andere das nachvollziehen. Man hat wirklich gestresst irgendwie um jede Sekunde quasi gekämpft, die man noch extra eingesammelt hat, um Gegner zu töten. Und dann ist man vielleicht vorzeitig gekillt worden irgendwie. Und dann denkt man sich, oh, das Ganze jetzt nochmal anfangen. Nein. Was allerdings ganz schön war, man hatte hier das erste Mal die Möglichkeit, auch mit anderen Charakteren zu spielen. Denn wir haben nicht nur Leon, wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit Wesker zu spielen. Mit einem, ich glaube, er hat irgendwie eine... Also irgendwer hat da noch eine Armbrust irgendwie mit Pfeilen gehabt, bin ich der Meinung. Ich glaube, es war Wesker. Nee, Moment, das war dann auch schon wieder im Fünfer. Da ist man mit Wesker. Man kommt schon ganz durcheinander mit diesem Mercenary-Modus irgendwie. Kann das sein, dass man im Vierer nur mit Leon spielen konnte und im Fünfer waren es die anderen? Nein. Ne? Du hast im Vierer kannst du unter anderem auch mit Salazar spielen. Also da hast du alle möglichen Charaktere. Tatsächlich? Es kann jetzt sein, dass das in späteren Versionen, wo ich ja gleich noch zu kommen möchte, weiter hinzugefügt wurde. Ich kann dir gerade nicht sagen, aber ich meine auch im Gamecube waren es schon mehr Leute als nur Leon. Beim Fünfer bin ich mir sicher. Fünfer hat man nämlich beispielsweise, bin ich der Meinung, da war auch Wesker mit dabei. Ich glaube nicht, dass die eine Mercenaries mit reinpacken, wenn sie im ganzen Spiel nicht dabei sind. Ich werde das, einen Moment, ich hoffe, du hast noch was zu erzählen. Marius wird das mal eben recherchieren. Es gab... Mann, sind wir gut vorbereitet. Ja, ihr seht, wir machen das immer sehr spontan. Es gab in dem Spiel auch noch so nettere kleine Extras, wie beispielsweise mal Kühe töten oder Hühner töten oder sowas. Schlangen, also man hat da Sachen beispielsweise gehabt, man hat Kisten gefunden, die konnte man dann zerstören mit dem Messer, konnte die einsammeln, da hat man dann Kräuter drin gefunden oder eben auch Geld oder auch mal Munition. Manchmal waren aber auch Schlangen drin, die einen sofort angegriffen haben. Ja, bitte. So, mein Lieber, wir haben in Resident Evil 4, sagt das Resident Evil Wiki, und wenn, also wenn es im Internet steht, muss es ja stimmen. Natürlich. Die Charaktere Leon Kennedy, Ada Wong, Jack Krauser, Hank und Albert Wesker spielbar. Ah, das kann man mal schauen. Es ist schon so lange her, ich muss auch gestehen, ich habe es ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich werde mir die Remake-Version allerdings für die Box auf jeden Fall nochmal zulegen dann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da hat er es aber schon. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall noch zulegen, weil ist meiner Meinung nach ein tolles Spiel. Möchtest du jetzt nochmal auf die verschiedenen Versionen eingehen? Ich möchte gerne, natürlich möchte ich noch, wie gut, dass wir das hier nicht absprechen. Ja. Wir haben zum einen den Anfang von allem, Resident Evil 4 auf dem Gamecube. Hier die US-Version, weil die deutsche Version war geschnitten und ich habe gerade das Fenster zugemacht. Moment, in der deutschen Gamecube-Version sind nur... Was fehlt denn da? Gut, dass wir vorbereitet sind. Ja, gut, dass wir vorbereitet sind. Also, in der offiziell deutschen vertriebenen Version wurden aufgrund der fehlenden USK-Einstufung Assaming Ada und The Mercenaries nicht enthalten. Sprich, Assaming Ada und Mercenaries fehlen in der deutschen Version. Da war auf dem Gamecube auf der Packung dann auch ein Aufkleber drauf. Uncut Gameplay. Ja, das Gameplay war uncut, das ist richtig, aber der Inhalt halt nicht. Ja. Gut, damit fing alles an. War damals ein Deal zwischen Nintendo und Capcom. Da sollten 5 große Capcom-Spiele auf den Gamecube kommen. 3 sind es nur geworden, die anderen beiden sind dann direkt zur PlayStation gewandert. Ja, ich kann mich noch an der Stelle, möchte ich ganz kurz einhaken, wenn du erlaubst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es damals hieß.
ab jetzt ist Resident Evil ein exklusiver Nintendo-Titel. Und da hat man im Prinzip man hat damals dann im Prinzip gesagt, geil, damit hat sich Nintendo quasi seinen Fortbestand auf jeden Fall gesichert, weil Resident Evil wird ein All-Time-Favorite bleiben. Aber also wir müssen dazu sagen, es gab dann tatsächlich alle vorherigen Resident Evils, inklusive Code, also 1 bis 3, Code Veronica und Zero, gab es alle für den GameCube nochmal. Also das Remake von 1 und Zero waren zu dem Zeitpunkt sowieso exklusiv für den GameCube. 3 und 2 haben sie tatsächlich nochmal neu aufgelegt, aber nur marginal überarbeitet, also geringfügig höhere Auflösung als Original, ein bisschen Bonus-Content. Aber es war, also anhand dieses Deals gab es 6 Resident Evil Spiele schon mal für den Cube. Ja. Was nicht verkehrt war, sie stehen alle in der Vitrine. Das ist richtig, aber die exklusive Zukunft war halt einfach nicht gegeben. Ja, okay, das ist richtig. So, kurz danach, als dann dieser Exklusivdeal zwischen Nintendo und Capcom quasi hinfällig war, weil Capcom gemerkt hat, scheiße, wir verkaufen dir zu wenig auf dem GameCube, kam dann die PlayStation 2 Version noch hinterher. Hier im Steelbook ein bisschen Zusatzinhalte, der Spielmodus, ich schieße schon wieder rüber, welcher war es denn? Ganz unauffällig. Separate Ways kam hier dann dazu, plus eine neue Waffe, der LPR-Laser, der Las Plagas Removal Laser. Großartige Waffe, weil ein Schuss alle Las Plagas tot im Raum. Dann kommen wir zu der, also das ist übrigens die deutsche Version, weil die ist auch nur für ein kleines Geld in die Vitrine gewandert. Kommen wir zu der leichtesten Version von Resi 4, die Wii-Version in der PEGI-Fassung. Leicht deshalb, weil man sie komplett mit der Wii-Zapper, mit der Fernbedienung steuert und so halt Kopfschüsse überhaupt kein Problem mehr sind, weil man halt den Laserpointer aktiv steuern kann. Von daher spielend einfach das Ganze, jeder Kopfschuss ein Treffer. Ein Kopfschuss ist immer ein Treffer, Entschuldigung. Und dann kam Jahre später noch die HD-Neuauflage. Es gab für die 360 und für die PS3 schon eine HD-Neuauflage, die gibt es aber bei uns nicht physisch. Die gibt es für die PS3 zumindest in Japan als physische Disc zusammen mit Code Veronica zusammen. Allerdings ist da Resident Evil 4 tatsächlich zensiert. Ja, auch die Japaner zensieren ihre Spiele manchmal. Aber das hier ist Stand jetzt die beste, schönste Version von Resi 4, die man spielen kann. Alle Inhalte drin. Inzwischen auch die deutsche Version komplett ungeschnitten. Alle Zusatzinhalte, alles dabei. Ich habe fertig. Kleine Anekdote an der Stelle noch, ich kann mich noch gut dran entsinnen. Wie gesagt, ich brauchte ja immer den Freeloader, um es auf dem deutschen GameCube spielen zu können. Und da war es dann immer so, wenn man quasi, also Resident Evil 4 brauchte 2 Discs. Und wenn man auf der zweiten schon war, musste man erst den Freeloader reinpacken, dann Disc 1 und dann Disc 2. Du konntest nicht direkt vom Freeloader auf Disc 2. Da hat der GameCube halt gesagt, funktioniert nicht. Er wollte erst, man brauchte die erste Disc für den Start. So habe ich es irgendwie noch in Erinnerung, aber gut. Damals, als es noch Regionssperren und sowas gab. Das auf jeden Fall. Ich möchte noch eine Anekdote erzählen. Bitte. Wie ich hier mit meinem Kumpel Matthias, Grüße gehen raus, haben wir auf der 360 Resident Evil 4 gespielt auf 1000 Punkte, also auf Platin, wie es für die PlayStation-Spieler heißt. Nun mussten wir dafür auch einen Durchgang auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen. Haben uns wirklich durchgequält, also so wie der Resi spielt, ja, ich habe noch nie so ein volles Inventar bei Resi gesehen, ja, der wohnt da drin. Der schießt einmal auf die Beine, geht hin, tritt dem Gegner in die Fresse und hat halt irgendwann, ja, was mache ich mit der ganzen Munition, muss ich wegschmeißen. So spielt der Resi, ja. Nun waren wir irgendwann sehr weit im Spiel schon fortgeschritten und kämpften gegen Krauser. Nicht diesen Quicktime-Event, den haben wir schon nach bestimmt 10 Versuchen endlich mal gebacken gekriegt, sondern wir waren halt in dem letzten Kampf mit Krauser, oben in der zerschossenen Ruine, oben auf dem Dach, wo er dann schon seinen Flügel als Schild hat. Das, was wir vorhin sagten, ne, auf die Füße schießen, dass er seinen Flügel runternimmt, dass man ihn abknallen kann. Wir haben es ums Verrecken nicht gepackt. Irgendwann echt so aus völligem Frust und Langeweile so, ach scheiße, ich mach's jetzt mit dem Messer. Hingestellt, tack, 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 Krauser tot. Ja. Nicht einen Treffer kassiert, super. Ja. Das ist wahrscheinlich so gewollt von den Machern, dass sie gesagt haben, ja gut, Messerinhalt und dann hast du es easy. Ja, man hat das ja irgendwann mal rausgekriegt, dass die Messerattacke eine sehr hohe, einen sehr hohen Schaden gemacht hat. Man wollte damit wahrscheinlich einfach irgendwie den Anreiz geben, irgendwie das Messer auch für mehr zu benutzen, als einfach nur damit Fässer kaputt zu machen und sonstiges. Und es war halt wirklich ein netter kleiner Bonus, der eben nicht sofort aufgefallen ist. Das ist halt eben erst, wenn man es irgendwann tatsächlich mal probiert hat, überhaupt bewusst geworden. Von daher. Ja, das Schöne ist halt, in dem Kampf kannst du halt seine Kampfanimation dann komplett canceln und dann geht er direkt in die Knie, dann gibst du ihm ein paar Mal mit dem Messer und springt da wieder zurück, kommt da wieder an und dann messerst du ihm wieder und wenn ihr gegen Krauser kämpft, nehmt das Messer. Das habt ihr sowieso immer dabei. Also ich würde sagen, abschließend zu Resident Evil 4 kann man wirklich sagen, es war
zum Großteil eine erfrischende Neuerung, eine schöne Weiterentwicklung. Man muss sich ein wenig davon verabschieden, dass man in diesen beengten Atmosphären bleibt, dass man irgendwelche endlosen Berichte liest, dass man irgendwie genetische Versuche oder sonst irgendwas, man muss seinen Geist ein bisschen mehr öffnen für dieses Sektenartige, was man da hat, was auch sehr schön rübergekommen ist, fand ich persönlich, von der Atmosphäre, wenn man irgendwo lang geht und man hört auf einmal Unkroda irgendwie, weil man halt diese vermeintlichen Mönche teilweise oder irgendwelche Leute, die dann halt teilweise mutiert sind, wenn man die Köpfe abgeschossen hat, sind die Parasiten oben rausgekommen und so. Das hatte sehr viel Schönes und es hat einen auf jeden Fall gefordert. Also ich persönlich kann nur sagen, Resident Evil 4 war für mich immer noch ausreichend, ich will es nicht irgendwie Horror nennen, ich würde es Grusel nennen, von daher, und diese ganze viele schöne Atmosphäre mit den vielen Kleinigkeiten, die man überall suchen konnte, fand ich persönlich sehr, sehr schön. Ich kann es heute nicht mehr spielen, weil mein Kopf kommt mit dieser Steuerung nicht klar. Wir spielen ja komplett mit dem linken Stick und mein Kopf will halt mit dem rechten Stick immer die Kamera drehen. Das geht hier halt nicht. Da guckt man halt nur so zur Seite, aber kann sich nicht irgendwie im Kreis drehen. Kriege ich heute nicht mehr hin. Auf der Wii klappt es wohl noch, ja. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, beziehungsweise die Xbox-Spieler spätestens irgendwie auf der aktuellen Version, holt euch das Ding. PlayStation. Ja, ja. Probiert es mal aus, irgendwie von wegen. Und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr Resi-Hardcore-Fans seid, habt ihr wahrscheinlich eure ganz eigene Meinung zum Resident Evil 4. Und denkt euch, was sammeln die für einen Scheiß. Ja, kann natürlich sein, irgendwie von wegen. Aber das war auf jeden Fall die Meinung von Vidizium zu Resident Evil 4. Damit sind wir raus. Gehabt euch wohl. Ciao.